Ja, hi zurück zu Detroit. Become Human. Wir sind hier wieder scheinbar bei diesem, ja, wie soll ich sagen, Mission Briefing. Guck, wo die Dame jetzt ist. Steht wahrscheinlich nicht wieder da hinten rum. Aber Man, da heißt sie, müssen wir trotzdem wieder finden. Na gut. So, dieser Scanner hat das letzte Mal nicht funktioniert. Da haben wir ordentlich einen gewischt gekriegt. Mal gucken, was jetzt ist. Mal. Geben wir nicht auf, ne? Ja, okay, bringt nichts. So, und Amanda, so wie ich sie kenne, steht wieder am ganz anderen Ufer. In der Mitte ist sie natürlich bestimmt nicht diesmal. Diesmal mit Regenschirm unterwegs, nicht schlecht. Das heißt, es gibt wahrscheinlich drei, vier, fünf Grabsteine da hinten, tausendmal draufgegangen. Da ist sie ja. Hallo, Amanda. Connor, ich habe dich erwartet. Gehen wir ein kleines Stück? Dafür der Regenschirm, okay. Ein Partnerregenschirm. Dieser Abweichler war ein faszinierender Fall. Zu schade, dass du ihn nicht festnehmen konntest. Tja, ich war zu langsam. Es gibt keine Entschuldigung. Mir fehlte es an Effizienz. Konntest du etwas herausfinden? Ich fand sein Tagebuch. Aber es ist verschlüsselt. Die Dechiffrierung kann Wochen dauern. Was noch? Die Wände des Apartments waren mit Labyrinthen und anderen Symbolen bemalt. Wie andere Abweichler schien er wie besessen von RA9. Du warst kurz davor, den Abweichler festzunehmen. Wie entwickelt sich deine Beziehung zu diesem Lieutenant? Voll mies. Es scheint schwierig für ihn zu sein, wenn ein Connor zerstört und dann ersetzt wird. Ich weiß, Menschen kommen schlecht mit Verlust zurecht. Es wird sicher Probleme mit ihm geben, wenn das nochmal passiert. Uns bleibt nicht viel Zeit. Die Abweichung breitet sich weiter aus. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Medien davon Wind bekommen. Wir müssen das beenden. Um jeden Preis. Ich bringe diese Untersuchung zu Ende, Amanda. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Es gibt einen neuen Fall. Geh zu Anderson und untersuche ihn. Okay. Da sind wir. Feindselig, ist immer noch feindselig. Also Freunde werden wir echt nicht mehr. Ding dong. Lieutenant Anderson. Okay, klopfen geht auch. Jemand zu Hause? Scheinbar nicht.
Okay. Garage. Okay, wir müssen auf der anderen Seite durch, oder? Läuft dort der Fernseher? Oh, Bernardina, vorsichtig. Ist der nicht bellt? Oh, shit. Lieutenant Anderson! Ruhig. Doggy. Sumo, ich bin dein Freund. Ja? Ich weiß deinen Namen. Ich will deinen Besitzer retten. Ah, der hat eh nur Hunger. Okay, was ist mit dem passiert, ey? Irgendwas gegessen? Ist umgekippt oder was? Was ist denn los? Pistole? Junge, Junge, Junge. Was ist denn los? Ja. Sie ist schön eingebrannt. Okay. Macht nix. Der hat einen Kater ohne Ende. Magnum, eine Kugel übrig. Okay. Der hat doch ein bisschen rumgeballert. Unklar. Black Lamp. Oh. 40%. Na gut. Lieutenant! Alkoholvergiftung. Ach, auf gar keinen Fall. Aufwachen, Lieutenant. Fatschi. Ich bin es, Connor. Ich werde Sie zu Ihrem eigenen Wohl ausnüchtern. Ich muss Sie warnen. Los, das wird nicht angenehm. Verpiss Sie aus meinem Haus. Tut mir leid, Lieutenant, aber ich brauche Sie. Danke im Voraus für Ihre Kooperation. Hey, verpiss dich, Gefäß von hier! Ich finde, wir werden den jetzt erstmal schön in die Dusche stecken. Genau. Badezimmer schon gut. Guter Hund. Doggy. So, was ist das Badezimmer? Das hier? Verdammt, ich glaube, ich muss kotzen. Ah, super. Komm, ein paar Haftis hat er da noch. Ist er mit dem Post jetzt alles angeschrieben? Zähne putzen nicht vergessen, oder was? Ach, komm jetzt. Was soll das? Ich will nicht mal. Danke. Tut mir leid, Lieutenant. Es ist zu Ihrem Besten. Was zum Teufel machst du denn hier? Vor 43 Minuten wurde ein Mord gemeldet. Sie waren nicht in Jimmys Bar, also bin ich hierher gekommen. Scheiße, ich bin bestimmt der einzige Kopf der Welt, der im eigenen Haus vom eigenen Scheiß-Androiden angegriffen wird. Kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen? Wenn Sie diese Untersuchung nicht leiten können, bin ich gezwungen, Ihre Vorgesetzten zu informieren. Mach doch, sag ich Scheiß auf Sie! Lieutenant, Sie sind nicht Sie selbst. Sie sollten... Verpiss dich, verstanden? Verschwinde endlich hier! Gut, ich verstehe. Es ist vermutlich gar nicht interessant. Ein toter Mann gefunden in einem Sexclub in Downtown? Man wird den Fall sicher auch ohne uns lösen. Naja, ein bisschen frische Luft würde mir sicher nicht schaden.
Im Schlafzimmerschrank sind ein paar Klamotten. Ich hole sie. Ja, wenn er schon stoned ist, dann können wir ein bisschen gucken hier, was hier so am Start ist, weil mich interessieren ja eher die Post-its hier. Die zeigen sie uns wieder nicht. Wir gucken uns trotzdem ein bisschen um. Alter, das ist ein Schlafzimmer. Okay, da sind die Klamotten. Nichtsdestotrotz gucken wir mal, was hier sonst noch so abgeht. So, Doggy. Rechner läuft, hatten wir draußen schon gesehen. Oh, curved, sehr schön. Okay, also die Butze ist überschaubar. Dann kriegt er jetzt hier irgendwelche Klamotten. Irgendwas Nices. Was möchten Sie anziehen? Also egal. Egal, Hippie. Hippie. Oh, das ist nicht gesund. What the fish? Alles in Ordnung, Lieutenant? Naja. Ja, ja. Wundervoll. Nur, gib mir 5 Minuten, okay? Klar. Alter. Müssen wir dabei sein, genau. Alter, erfahre mehr über Hank. Das machen wir auf jeden Fall. Heute vor dem Kongress eine deutliche Warnung an Russland aus und forderte den sofortigen Mucke. Rückzug aller russischen Truppen aus der Arktisregion. Ist eine weitere Eskalation des Konflikts. Viele Experten befürchten Jazz, nun, okay, dass ein dritter Weltkrieg jeden Tag wahrscheinlicher wird. Ekelhafter Kram, Fast Food und so weiter. Was wollten Sie mit der Waffe? Russisches Roulette. Ich wollte sehen, wie lange es gut geht. Ich muss vorher zusammengeklappt sein. Sie hatten Glück. Der nächste Schuss hätte sie getötet. Oh, okay. Cole Anderson, okay. Sei schön brav, Sumo. Ich bin gleich wieder da. Sumo. Tacke, 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 bam, bam, bam. Das lief ja ganz gut. Okay, da fehlen aber noch ein paar Sachen, ne? Was ist hier? Mal kurz gucken. Ja, wir haben die Hippie-Klamotten genommen. Ist auch nice. Alles in Ordnung. Okay, Herausforderung, Bild anhände. Okay, da hätten wir mehr finden können. Sollen, wollen. Okay. Ja, auf geht's.
Wenn sie uns schnappen, sind wir tot. Tja, wenn. Jetzt? Wir suchen das Cyberlife-Lager. Da gibt's Ersatzteile und blaues Blut. Mir nach. Werden sie schon nicht. So, und jetzt? Und was machen wir jetzt? Ich finde einen anderen Weg. Cyberlife, okay. Wie? Marcus, komm hier hoch. Okay. So, nur noch bis da vorne. Cyberlife-Lagerhäuser. Da drin ist alles, was wir brauchen. Zuerst muss diese Drohne weg. Ich mach das. Wir könnten einfach da reingehen. Tak, 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 tak. Bam. Zu hoch, okay. Alles klar. So, wir machen was ganz anderes. Und zwar. Yippie! Okay, auch nicht gut. Komm, wir gehen irgendwo hier lang oder. Nicht gut, nicht gut. Runter ist eigentlich auch doof. Ja, dann weiter da hoch, oder? Wäre zu weit. Okay, was können wir noch machen? Können wir ein bisschen weiter krabbeln? Okay. Bist du okay? So, Drohne kaputt. Ja, alles klar. Gut gemacht, Marcus. Öffnet die anderen Kisten und packt alles ein. Nehmt so viel ihr könnt. Lass mich mal durch, Mann.
Ja, wie soll ich da hin, wenn die mich nicht durchlassen? Ah, jetzt lassen sie mich mal durch, oder was? Weil sie jetzt ja nicht mehr im Weg stehen, okay. Komm, mach Platz. So, take it. Oh, Doggies, oder was? Nee. Ihr betretet unbefugt Privatgelände. Eure Anwesenheit ist ein Stufe 2 Verstoß. Ich rufe den Sicherheitsdienst. John! Gottverdammte Maschine! Wo ist er diesmal? Was macht ihr da? Ich sagte doch... Oh, der ist kaputt. Steckt den Rest ein, dann nichts wie weg. Sucht weiter nach blauem Blut. Wir haben noch nicht genug. AP 700. Warum seid ihr nicht Fifi? Wolltet ihr nicht frei sein? Ihr könntet mitkommen. Mehr können wir nicht tragen. Gehen wir. Nehmt mich mit. Er ist auf ihrer Seite. Wir können ihm nicht trauen. Er hat uns geholfen. Wir können ihn nicht hier lassen. Es ist viel zu gefährlich, sie mitzunehmen. Sie kommen mit uns. Ich weiß, wo noch mehr Ersatzteile sind. Was weißt du? Die Laster. Sie sind voller Biokomponenten. Sie laufen auf Autopilot, aber mit einem Schlüssel kann man sie fahren. Wo ist dieser Schlüssel? Da hinten, in der Kontrollstation. Zwei menschliche Wachen. Holt den Schlüssel, ohne dass man euch sieht. Das ist Selbstmord, Marcus. Unsere Taschen sind voll, wir haben, was wir wollten, also lass uns verschwinden. Das ist ein ganzer Laster voller Teile, genügend für uns alle. Das ist die Gelegenheit. Und wenn man uns tötet, haben unsere Leute gar nichts. Wir sollten das lassen, es ist zu riskant. Wartet hier. Nach 10 Minuten geht ihr ohne mich. Marcus. Ich komme mit dir. Nein, ich gehe allein. Wir müssen nicht beide unser Leben dafür riskieren. Doggy 1 und 2, okay, nicht gut. Hm.
Verdammte Hunde. Warum bellen sie schon wieder? Vielleicht das Wetter. Sie mögen keinen Sturm. Ja, ich wollte dieses Wochenende mit den Kindern campen. So viel dazu. Ist Mike noch in Zone 4? Sieht so aus. Er sollte längst fertig sein. Hier ist es besser als draußen auf Patrouille. Leute, noch Fragen? Puh, ich muss raus. Tschüssi. Hoffentlich bleiben die noch ein bisschen liegen. Okay. Hast du ihn? Cool. Okay. Schnell, rein hier! Auf geht's! Müssen das Ding aufmachen, ne? Nee, doch nicht. Okay. Eine Wagenladung. Wir haben die ganze Ladung geklaut. Wir haben Biokomponenten für alle. Ohne Marcus hätten wir das nie geschafft. Ich kam nach Jericho, weil Androiden hier frei sind. Frei im Dunkeln zu leben, voller Angst vor Entdeckung. Frei, stumm zu sterben, in der Hoffnung auf Veränderung, die nie eintritt. Diese Freiheit will ich nicht. Und ich will nicht darum betteln, lächeln zu dürfen. Zu lieben, stolz zu sein. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber es ist etwas in mir, das weiß. Ich bin mehr, als sie behaupten. Ich lebe. Und das lasse ich mir nicht wieder wegnehmen. Die Zeit der Sklaverei ist vorbei. Wir werden den Menschen sagen, was sie nicht hören wollen. Was sie nicht geben wollen, nehmen wir uns. Wir sind ein Volk. Wir sind lebendig. Wir sind frei! Hmm.
Man hätte natürlich wahrscheinlich, würde ich mal sagen, auch ohne die Kollegas hier Wachen zu bedrohen, hätte man da durchkommen können, ne? Wache bedrohen, irgendwas anderes machen, taka taka taka, hier unten lang, und hängen bleiben. Oh. Alles klar. Wow, okay. Ja, 53% hätte man anders machen können. Okay, mehr machen wir aber erst beim nächsten Mal. Bis denne. Ciao.